heute Abend in der St. Petri-Kirche in Großburgwedel. Hier brennt ein kleines Licht. Wie immer, wenn wir zusammenkommen, um miteinander Gottesdienste und Andachten zu feiern. Vielleicht zündet auch ihr zu Hause eine Kerze an und feiert mit mir mit. Gott, ich bin hier allein. Und doch sind wir alle miteinander verbunden durch deinen Geist. Und so feiere ich mit allen in deinem Namen, Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was sind das für verrückte Zeiten? Selbstverständlichkeiten sind Schnee von gestern. Das, was gestern und vorgestern noch galt, ist heute nicht mehr drin. Ein Eisessen im Eiscafé, ein Buch kaufen, um die Zeit, die ich jetzt habe, sinnvoll zu nutzen, eine neue Hose anprobieren, all das geht nicht mehr. Stattdessen gilt, überlege dir ganz genau, wen kannst und wen darfst du heute noch treffen. Das, was vor wenigen Tagen noch selbstverständlich war, ist jetzt anders. Vieles gerät ins Wanken, was sonst feste Pfeiler unseres Lebens waren. Und wir sind das nicht gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, dass an den Pfeilern unseres Lebens gerüttelt wird. Wenn einige von heilsamer Entschleunigung sprechen, merke ich mehr, wie angestrengt mein Kopf ist. Diese Unsicherheit fühlt sich bedrohlich an. Pläne machen? Ja, natürlich. Aber ich habe doch gelernt, so werden sie nicht durchgeführt. Das ist die Situation heute. Da ist dieses Virus, dem die ganze Welt verhältnismäßig machtlos gegenübersteht. Menschen sterben. Und dann, was ist mit den kleinen Läden hier am Ort, die schließen müssen, den Freiberuflern, denen die Aufträge wegbrechen? Was ist mit all denen, die in den Osterferien wegfahren wollten und nun auf den Kosten ihrer Ferienwohnung sitzen bleiben? Es geht eben auch um finanzielle Sorgen. Unser Leben ist entschleunigt. Wir springen nicht mehr angestrengt zwischen Terminen hin und her. Aber diese Situation an sich hat etwas Bedrohliches, weil wir eben nicht wissen, was noch kommt und schon gar nicht wissen, wie wir, jeder Einzelne oder wir gemeinsam, unser Leben danach wieder aufbauen werden. Und dann sehe ich auf diese Flamme, wie sie still und lautlos brennt, wie sie flackert und dadurch so lebendig ist und wie sie nach oben strebt. Sie ist nur ein kleines Licht, aber sie hat so viel Kraft. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Schauerliche Finsternis. Plötzlich erschien in dieser Not ein kleines Licht. Klein, aber ein Licht. Jemand hatte es hingestellt. Es war einfach da und leuchtete. Einer, der vorüberging, meinte: Du ständest besser woanders als in diesem abgelegenen
Ich leuchte, weil ich Licht bin. Und weil ich leuchte, bin ich Licht. Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden. Nein, ich leuchte, weil es mir Freude macht, Licht zu sein. Die düstere Finsternis ging zähneknirschend und wütend gegen das Licht an. Und doch war die ganze große Finsternis machtlos gegen dieses winzige Licht. Ein kleines Licht hat so viel Kraft. Die Finsternis kommt nicht dagegen an. Auch viele kleine Lichter können die Finsternis nicht ganz vertreiben, aber sie verliert von ihrer Bedrohlichkeit. Das ist für mich ein Sinnbild in diesen Tagen. Wenn wir miteinander im Kontakt bleiben, per Telefon, übers Internet und im Gebet, dann sind wir nicht allein. Denn unser Gott ruft uns in die Gemeinschaft, auch wenn die in diesen Tagen anders aussieht als sonst. Der Psalmbeter aus dem Alten Testament hat es vor vielen Jahren so gesagt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Nein, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns auch nicht zu grauen, denn gemeinsam und mit Gottes Hilfe können wir dem begegnen, was uns bedrohlich erscheint. Gott macht uns stark. Denkt dran. Und wenn ihr es vergesst, dann zündet ein Licht an und erinnert euch: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Gott selbst ist das Licht, das die Finsternis vertreibt. Amen. Gott, lass dein Licht leuchten unter uns, da wo Mutlosigkeit herrscht, wo Angst, Sorgen die Menschen lähmen. Sei bei den Kranken. Lass dein Licht leuchten, Gott, mitten unter uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne mir die Erde, auf der ich jetzt stehe. Gott segne mir den Weg, auf den ich jetzt gehe. Gott segne mir das Ziel, für das ich jetzt lebe. Du immer da und immer da. Segne mich auch, wenn ich stillstehe. Segne mir das, was mein Wille sucht. Segne mir das, was meine Liebe braucht. Segne mir das, worauf meine Hoffnung ruht. Du segne mir meinen Blick. So segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.